Herzlich willkommen zu einem neuen Video FIFA. Und hier sind wir gerade im Turnierbaum und wir haben uns ganz knapp gegen Classic 11 durchgesetzt und relativ klar gegen Mexiko. Ach nee, nicht gegen Mexiko, sondern gegen Jorn war das. Das war die Runde davor. Und ja, was steht heute an? Das Spiel gegen Italien und ja, da gab es ja im letzten Spiel ein paar Probleme und Digna hat sich zum Glück nicht doll verletzt. Das wäre schlimm gewesen, hätte er sich jetzt noch großartig verletzt. Mir fällt gerade auf, ich muss gleich nochmal kurz abspeichern. Dann können wir Rafinha mit ins Team nehmen. Anstatt diesen komischen, wie war sein Name? Cardona. Der war ja ein Mega-Desaster. Ich meine, wie konnte ich den Typen ins Team holen? Der hat eine 65er Gesamtstärke. Also, falls wir rausfliegen, dann nehme ich es auf meine Kappe. Und das Problem ist, Alcacer ist angeschlagen. Also, ich glaube, für Neymar können wir am Ende Ersatz finden, indem wir ihn auswechseln. Aber Alcacer ist eigentlich für uns unersetzlich. So, deswegen, wir müssen halt mit A-Team ran, weil wir dürfen das halt auf keinen verlieren. Halbprofi und das ist ein Auswärtsspiel. Und wir brauchen zwei Tore, also zwei Tore Abstand. Oder ein 4:3, was aber unmöglich ist. Ja. Ihr seht, wie steht und heute wird alles gegeben. Ich nehme es im Anschluss auf, weil ich muss unbedingt versuchen, das wieder gut zu machen, was ich im ersten Spiel falsch gemacht habe. Buffon ist in ihrem Tor. Oh Gott. Was war das denn? Okay, jetzt müssen wir drei Tore schießen. Sagt dazu noch nichts. Hä? Okay, es sieht ganz so aus, als würden wir hier heute rausfliegen. Und ich sag euch, sollte ich hier verlieren, wenn ich jetzt nicht 5:0 verliere oder so, weil dann müsste ich gucken, ob die Spielstärke überhaupt richtig war, dann wird dieses Video auch ausgestrahlt und wir sind dann raus. Es wäre vielleicht gut für eine mögliche Manchester United Karriere, aber es wäre halt nicht gut, weil wir nicht ins Turnierfinale kommen konnten. Wir haben den besten Verein schon rausgekickt. Wir können jetzt nicht gegen Italien verlieren. Das wäre halt eine Blamage. Vor allem nach diesem schnellen Gegentor. Das hätte ich gar nicht erwartet. Alcacer. Suarez. Iniesta. Was war das denn? Das hat ja schon mal gut angefangen. Also, ich würde sagen, mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit muss drin sein. Rakitic, Suarez, Neymar über die Außenbahn. Der hat schon auch das ein oder andere Mal getroffen. Nein. Aber die stehen halt da hinten gut. Liegt's nur daran, dass Alba nicht da ist? Oder wieso verlieren wir das hier? Dann kann es ja mit Menu Alter werden. Bonaventura. Die sind halt wirklich nicht so stark, die Italiener, aber wir verlieren das. Wir verlieren gegen totalen Underdog. Oder total Underdog ist es ja nicht, aber ich kann es mir ja mal angucken. Naja, sie sind sogar besser als wir. Das Problem ist, sie haben zwar eine Dreikette, aber halt eine unglaublich gute Dreikette. Ich will jetzt auch mal auf Offensiv gehen. Was noch? Pressing. Und was noch? Erst. Ich dachte gerade schon, wir würden Elfmeter gegen uns kriegen. Flachpass natürlich. Und nochmal hoher Druck. Also, jetzt muss halt alles nach vorne gehen. Halt noch nicht totaler Angriff, weil sonst, na eigentlich müssten wir schon fast totaler Angriff gehen. Aber dann vergesse ich wahrscheinlich irgendwann. Aber die haben halt so eine gute Verteidigung. Das ist halt das Schwierige. Ich mag irgendwie nicht so gegen die zu spielen.
Hochmut kommt vor dem Fall. Ist halt die Devise. Eda, Immobile, wieder Eda. Wenn wir hier schon verlieren, dann will ich wenigstens mit einem, wenn wir hier wenigstens rausfliegen, will ich wenigstens mit einem Unentschieden rausgehen. Da hat sich zum Glück einer von mir verletzt, also Verletzungen, man zwar keinem, aber es ist eh nur ein Spiel und außerdem hier zurück. Aber es ist nur ein unwichtiger. Wäre es jetzt natürlich einer der drei Innenverteidiger gewesen, ich hätte mich richtig gefreut. Nein, zu Haares, da wäre gerade wieder die Chance gewesen. Ich glaube, die nehmen uns gerade auch nicht so richtig ernst, also die spielen richtig defensiv, habe ich das Gefühl. Also ich habe gerade das Gefühl, sie haben eine sehr defensive Aufstellung. Hier kriegen sie schon wieder den Ball. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das Hinspiel war komplett anders vom Spiel. Wahrscheinlich habe ich jetzt halt nur Angst, dass wir rausfliegen. Und Suarez. Nein, das war dumm. Warum habe ich denn da nicht geschossen? Da hätte Suarez so gut treffen können. Wir müssen halt nicht immer auf Alcacer setzen. Aber wenn er nächstes Jahr in FIFA 18 wieder so gut ist, dann weiß ich auch nicht. Piqué, Neymar, Alcacer, wenn man vom Teufel spricht, und da stehen halt gut da hinten. So, Alcacer, jetzt muss er. Oh, die sind ganz schnell im Vergleich zu meinen. Sind meine Spieler so langsam oder? Hier kommen sie halt schon wieder an den Ball. Paolo kommt da gerade zu uns. Es sieht nicht gut aus. Vielleicht sitze ich auf Konter, vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich halt volle Kanne irgendwas noch machen. Ich wechsle jetzt zu Ares rein, das ist zwar schlechter von der Gesamtsteckerla. Egal. Und weil mich, wisst ihr was, wenn wir schon verlieren, dann soll Silsen im Tor stehen. Das Ding hat mich jetzt in den letzten Mal Spielen komplett enttäuscht, also nehmen wir halt unseren Zweitorwart. Damit wir wenigstens mal was anderes gesehen haben von den Spielen, ja. Messi, Dennis Suarez. Und da verlieren wir halt schon wieder einen Ball. Das kann nicht sein, voller Angriff. Dann verdienen wir halt 4-0 oder so, aber. Ja. Marco Verratti. Wir stehen hinten eigentlich gerade noch ganz gut dafür, dass es totaler Angriff ist oder voller Angriff. Und hier. Citizen bleibt ganz cool. Mit dem hätten wir im Hinspiel spielen müssen, wenn der immer so cool bleibt und alles klar, auch er kann das nicht verändern. Das wird eine Blamage, Leute. Ich kann gegen die irgendwie nicht spielen. Ich weiß nicht warum, aber es macht für mich keinen Spaß. Ja, und ich weiß noch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Also, jetzt muss man sich schon fast Gedanken über die nächste Karriere machen. Weil die Real Sociedad Karriere war halt auch eine ziemliche Blamage, eine Folge, und die war auch uncut. Ich finde, hier an Turnieren geht es auch mal uncut, aber ich finde, in so richtigen Karrieremoni überlege ich mal wieder zu cutten. Obwohl es nicht halt mein Hauptspiel ist, was ich bringe. Mein Hauptspiel ist halt immer noch Minecraft. Und kann sich ja natürlich verändern, aber ich denke mal, ich werde immer ein bisschen Minecraft bringen, PvP-mäßiges. Zwar jetzt nicht unbedingt Singleplayer, aber auf jeden Fall Multiplayer, weil ich finde, Multiplayer Minecraft ist halt sehr anspruchsvoll. Komm, ein Tor wenigstens noch. Alcacer soll sich wenigstens noch mit einem Tor verabschieden, ja. Naja, wir werden hier nichts mehr reißen können. Da haben sie dann zum Glück mal aufgemacht.
Wir sind immer noch auf voller Angriff, glaube ich. Aber ja. Alcacer hat sich nochmal schön verabschiedet. Und jetzt werden die aber übermütig. Citizen scheint uns Glück zu bringen. Aber dieser 65 Gesamtstärke Stürmer war. Ich weiß nicht, warum ich den reingebracht habe. Ich habe zwar schon mal mit so einem schwachen Team, wo ich glaube auch ein paar 60er Gesamtstärke. Lol. Lol. Moment mal. Es steht 2-2. Als ob. Wenn wir das jetzt noch drehen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt 2-2 spielen. Das wäre auf jeden Fall kurios. Ich bleib halt immer noch voll angefallen. Also was soll ich sonst machen? Aber der 65er Gesamtsteckspieler. Jetzt bräuchten wir den, der würde jetzt 5 Tore schießen. Also ich hätte ihn auf jeden Fall einbringen müssen. Ist halt schon traurig, dass ich den nicht mit ins Team genommen habe. Ich weiß auch gar nicht, warum der denn nicht im Spiel ist. Neymar. Jetzt haben sich auf jeden Fall nochmal ein paar Spieler ihr Türchen abgeholt. Moment mal. Messi. Alles klar. Das hätte jetzt die Chance geben können, aber ich will dem Ganzen jetzt auch nicht nachtrauern. Wir sind schon draußen. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie wir rausgehen, ob wir nochmal mit... Alles klar! Oh mein Gott! 3-2, als ob wir waren doch schon draußen! Denn jetzt heißt es Verlängerung, was ist das denn? Leute, Ich dachte jetzt ehrlich, wir fliegen raus. Was ist das denn? Was ist das? Oh Gott. Ich freue mich gerade. Aber die kommen halt. Die kommen halt. Wir müssen halt zurückschalten vom... Wir müssen wieder auf Ausgleichen schalten. Wir müssen wieder auf Ausgleichen gehen. Ja, jetzt... Ich hatte nämlich in Kommentaren von einem YouTuber mit Leuten einen Streit, da hat sich jemand Timo Werner eine Verletzung wünscht, sodass er halt für den Rest seines Lebens nie wieder Fußball spielen kann, was ich finde schon ein bisschen krank ist, weil ich mag Timo Werner jetzt auch nicht gerade, aber er ist ein guter Spieler und ich habe es glaube ich schon mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob das schon draußen ist, ob das eine Testaufnahme war, dass ich jetzt keine Probleme damit habe, dass Leipzig in der Bundesliga ist, solange die dann auch in der Champions League was für uns reißen. Neymar, der hat keine Kraft mehr. Auf Alcacer, oder? Ist er da vorne? Alcacer? Nee, das... Aber das war gerade... Es wird eine Verlängerung geben. Und dann kann es sein, dass es ein Doppelpart wird. Es wird ein Doppelpart. Aber Leute... Das ist doch krass. Was wir hier noch gemacht haben...